Erleben Sie mit uns das historische Deutschland entlang der vier Flüsse Mosel, Rhein, Main und Donau. Wir besuchen deutsche Städte mit langer Geschichte und wechselhafter Vergangenheit. Städte mit Fachwerkhäusern und mittelalterlichen Festungen. Der Fluss Mosel ist der längste Nebenfluss des Rheins und fließt durch eine der schönsten Landschaften von Deutschland. Von der unscheinbaren Quelle in den Vogesen und entlang der natürlichen Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Bald schon taucht Trier auf, die älteste Stadt von Deutschland. 18 vor Christus unter dem römischen Kaiser Augustus gegründet und von einer Stadtmauer mit 5 Toren geschützt. Die Stadt erlebte 5 Kaiser und wurde unter Konstantin dem Großen ein Zentrum für die Ausbreitung des Christentums nördlich der Alpen. Ein wichtiger Teil des römischen Lebens bestand im Besuch der Bäder. Und die römische Arena wurde bereits bei der Errichtung als Teil der Stadtmauer geplant und konnte auch als Stadttor benutzt werden. Hier wurden die grausamen Kämpfe von wilden Tieren und Gladiatoren als Unterhaltungsspiele gezeigt. Als Balduin von Luxemburg 1248 Erzbischof und Kurfürst wurde, wuchs die Stadt nach der Zerstörung durch die Franken und das kurfürstliche Palais samt Prachtgarten wurde ausgebaut. Diese Pracht konnte auch die französische Eroberung überstehen. Im 19. Jahrhundert wurde der hintere Teil des erzbischöflichen Palais als Kaserne genutzt, später abgerissen und nur der Rote Turm und das sogenannte Petrustor blieben erhalten. Der Bummel durch die Altstadt Richtung Hauptmarkt führt vorbei an den prächtigen Häusern der Adeligen und Oberen der Kirche bis zum Domplatz. Im Jahre 1227 wurde die frühgotische Liebfrauenkirche anstelle von Teilen des Doms St. Peter errichtet. Die 8 Nischen sind mit Gemälden und Steinreliefs geschmückt und auf tragende Pfeiler sind Apostel gemalt. Der Domplatz ist eingerahmt von prächtigen Gebäuden der Kirchenfürsten. Der mächtige romanische Sakralbau St. Peter bildet den westlichen Teil der Doppelkirche. Ein basilikaler Längsbau aus dem Mittelalter. Das Gesamtwerk Dom repräsentiert mit seiner Architektur und Kunst eine Zeitspanne von über 1650 Jahren. Eine kurze Gasse führt vom Domplatz direkt zum Hauptmarkt, dem lebendigen Zentrum der Altstadt. Gut erhaltene Bürgerhäuser rahmen heute noch den Marktplatz und die Löwenapotheke zählt stolz zu den ältesten Häusern. Der Frankenturm von 1100 ist der älteste Wohnturm und die spätgotische Stadtkirche St. Gangolf wurde nach 970 gegründet, steht eingezwängt zwischen den Häusern und wurde mehrmals umgestaltet. Auffällig ist noch das Rote Haus, das Festhaus der Stadt, und das Dreikönigenhaus, das bereits 1230 erbaut wurde, als die Stadtmauer noch nicht fertig war. Das dunkle römische Stadttor aus dem 2. Jahrhundert wurde erst im Mittelalter zur Porta Nigra, zum Schwarzen Tor.
Der mächtigste Torbau der römisch-antiken Baukunst wurde mit den anderen römischen Bauten zum Weltkulturerbe. Hübsche Orte mit Weinreben bewachsene Hänge und liebliche Uferlandschaft begleiten die Mosel flussabwärts. Vermutlich legt jedes Schiff in Bernkastel an, jenem mittelalterlichen Juwel mit der adaptierten Burgruine Landshut über dem Ort. Wenn es dunkel wird, ist der romantische Anblick kaum mehr zu toppen. Die Burg, die Fassaden der Fachwerkhäuser und die Kirche wetteifern um das beste Aussehen. Einer der ältesten Weinorte prahlt dann mit seinem historischen Marktplatz, der guten Stube der Stadt. Er wird stilvoll eingerahmt von 400 Jahre alten, mit Ornamenten verzierten Fachwerkhäusern. Ein öffentlicher Pranger und der St. Michaelsbrunnen vor dem prächtigen alten Rathaus zeugen von der Macht und dem einstigen Wohlstand der Stadt mit über 700-jähriger Geschichte. Weiter meandert die Mosel flussabwärts und plötzlich taucht Cochem im Nebel auf. Im 11. Jahrhundert errichteten die Staufer auf dem markanten Hügel eine mächtige Burg. Und auch die Brücke war Grund für die Blüte der Stadt.1689 eroberten französische Truppen Stadt und Burg und brannten alles nieder. Die Burg blieb fast 200 Jahre eine Ruine. Erst 1866 kaufte diese ein Berliner und begann mit dem Wiederaufbau im neugotischen Stil, bis das Werk 11 Jahre später vollendet war. Die wertvolle historische Inneneinrichtung im Stil der Neurenaissance und des Neubarock fasziniert die Besucher. Das heutige Aussehen der Burg schließt die mittelalterliche Bausubstanz gelungen ein, zusammen mit romanischen oder gotischen Bestandteilen. Am Weg von der Burg hinunter zur Stadt lassen märchenhafte Ausblicke auf die Mosel die Zeit verstreichen. Man wähnt sich in vergangenen Jahrhunderten, da alles unverändert scheint. Cochem gilt als touristisches Zentrum zwischen Trier und Koblenz. Und die reiche Geschichte hat hier gut sichtbare Spuren hinterlassen. Vor über 2000 Jahren kamen zuerst die Kelten, dann siedelten die Römer. Und eine Urkunde aus dem Jahre 886 belegt erstmals hier eine Siedlung mit Namen Cuchuma. Doch im Mittelalter entstand schließlich eine größere Ansiedlung, die 1332 die Stadtrechte erhielt. Um 1423 wütete hier eine Pestepidemie. Und im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt belagert, aber nicht erobert. Cochem hat überlebt und wirkt wie aus dem Märchen. Musik
Nach etwa 50 Kilometern weiter flussabwärts, immer wieder vorbei an Burgruinen an beiden Uferseiten, mündet die Mosel in den Rhein. Hier liegt Koblenz mit seiner Festung hoch über dem Fluss. Schon um 1000 wurde auf einer Kuppe des rechten Rheinufers eine Burg errichtet und als Festung Ehrenbreitstein immer weiter ausgebaut. Die zweitgrößte erhaltene Festung Europas erhielt zwischen 1817 und 1828 die heutige Gestalt. Von hier oben überblickten die abwechselnden Herren das Flusstal und die immer mehr wachsende Ansiedlung. Ein bestens geeigneter Ort der Verteidigung. Eine Schwebebahn über den Fluss verbindet sie mit der Stadt Koblenz, die in strategischer Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel liegt. Am sogenannten Deutschen Eck wurde Kaiser Wilhelm I. ein Denkmal gesetzt. Er vollendete nach 3 Kriegen die Einigung Deutschlands. Heute ist hier auch die Talstation der umstrittenen modernen Schwebebahn, deren Bau beinahe der Grund für die Aberkennung des Titels Weltkulturerbe war. Der Name der Landzunge leitet sich vom Orden der deutschen Ritter her, die hier 1216 ihr Deutschherrenhaus errichten ließen. Mehr als 2 Millionen Menschen besuchen jährlich diese Gedenkstätte. In der Basilika St. Castor wurden die Verhandlungen geführt, die 843 zum Vertrag von Verdun führten, der die Aufteilung des Fränkischen Reichs unter den 3 Söhnen von Ludwig dem Frommen regelte. Der Görresplatz ist seit dem Jahre 2000 für seine Historiensäule bekannt, die in 10 Szenen die Geschichte der Stadt darstellt. Koblenz bezeichnet sich selbst gerne als Stadt, die Platz zum Träumen hat. Vom Mittelalter bis Ende des 18. Jahrhunderts war Koblenz Residenz der mächtigen Erzbischöfe von Trier. 1794 wurde die Stadt französisch und ab 1815 preußisch. Im Herzen der Altstadt erinnert der Jesuitenplatz an den gleichnamigen Orden. Und nebenan plätschert der Schengelbrunnen mit der Figur des Koblenzer Lausbuben. Fast in Reichweite eines Gelehrten der Klosterschule. Am Rheinufer erhebt sich wuchtig das preußische Regierungsgebäude im Stil der Neoromanik. Und gleich nebenan das kurfürstliche Schloss, wo einst Fürsten und Könige residierten. Der Prunkbau wurde vom Kurfürst Clemens Wenceslaus im Stil des französischen Frühklassizismus in Auftrag gegeben. Koblenz repräsentiert heute noch die beeindruckende Geschichte einer großen Zeit und ist kultureller Mittelpunkt der Mittelrheinregion. Flussaufwärts fährt das Schiff nun auf dem Rhein. Im Morgennebel auf dem mächtigsten Strom von Europa und gleichzeitig verkehrsreichsten der Welt. Vorbei an Boppard, das aus einer römischen Garnison entstand.
eine langsame Fahrt auf dem Rhein, dessen Quelle in den Schweizer Alpen liegt und der in die Nordsee mündet. 1320 Kilometer quer durch Europa. Die Kelten nannten ihn Rhenos, die Römer Rhenus und für die Germanen wurde der Fluss zum Vater Rhein. Am Ortsende von Goa taucht sie auf, die schöne und gefährliche Lorelei, die bereits von den Minnesängern besungen wurde. Vorbei am 133 Meter hohen Felsen, in einer scharfen Biegung, wo der Rhein gerade noch 113 Meter breit ist. Danach wird der Fluss wieder ruhiger. Langsam werden die schroffen Uferhänge zu Weinhängen und das Flusstal wird breiter. Oberwesel ist erreicht, die Stadt der Türme und des Weins. Schon vom Fluss aus ist zu erkennen, dass eine gewaltige Wehrmauer die gesamte Stadt beschützt. Der mächtigste Strom von Westeuropa ist jedoch nicht nur Kulturraum, sondern zugleich die verkehrsreichste Wasserstraße der Welt. Der Rhein war schon immer wichtig in der europäischen Handelsgeschichte. Vor der Stadt Kaub verengt sich das Fahrwasser auf Bogenschussweite, wo die Burg Pfalzgrafenstein liegt, deren Herren es verstanden, Zoll einzuheben. In den 650 Jahren des Bestehens fiel sie niemals in Feindeshand. Die Fahrt führt weiter flussaufwärts, das Flusstal wird breiter und Göln beherrscht die Uferhänge. Bacharach schmiegt sich in die Einmündung des Stegertals ins weit geöffnete Rheintal. Es scheint selbstverständlich, dass der Fluss durch Wasserbaumaßnahmen gebändigt wurde und dass die Zollbarrieren der verschiedenen Burgherren gefallen sind. An den Ufern entstanden Fischerdörfer, oftmals im Schutz befestigter Adelssitze, und bald ließen sich auch Handwerker und Händler nieder. Schon in römischer Zeit beherrschte ein Kastell die Stadt Bingen. Und hoch oben am gegenüberliegenden Uferhang grüßt die riesige Germania und weist den Weg nach Rüdesheim, inmitten der Weinberge. Nur noch den Rhein queren und das Endziel dieses Flussabschnitts ist erreicht, was die ankernden Schiffe bereits ankündigen. Rüdesheim am Rhein. Eine malerische Stadt, die ständig mehr Besucher als Einwohner hat und deren Sonnenlage für den Wein ein immerwährendes Geschenk darstellt. Eine mittelalterliche Kirche, Fachwerkhäuser und Adelshöfe und die berühmte Drosselgasse prägen das Stadtbild. Früher zogen es die Schiffer meist vor, ihre Fracht hier auszuladen und mit Pferd und Wagen stromabwärts bis Kaub zu transportieren. Von dort ab galt die Beförderung per Schiff wieder als sicher. Die katholische Pfarrkirche aus dem 14. Jahrhundert wurde zwar schwer beschädigt, konnte aber ziemlich originalgetreu wiederhergestellt werden. Der Klunkharzhof ist ein spätmittelalterliches Fachwerkwohnhaus aus dem 15. Jahrhundert.
Optisch konnte vieles erhalten werden, doch der Tourismus hat die einstige Schifffahrt als Einnahmequelle der Einwohner erfolgreich abgelöst. Und so wurde aus der Beschaulichkeit, die Johann Wolfgang von Goethe noch von seinen Besuchen beschrieb, eine hektische Kaibesichtigung, die beim Adlerturm der alten Stadtmauer endet. Das Mittelrheintal spiegelt die Geschichte des Abendlandes mit Kulturdenkmälern und kultivierter Naturlandschaft, mit gedrängten Siedlungen an den schmalen Ufern und den vielen Burgen auf den Felsvorsprüngen. Doch die Reise geht weiter in Richtung Mainz, der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz, der mächtigen Bischofsstadt, wo der Buchdruck erfunden wurde. Der Rhein wird breiter und ruhiger. Die Landschaft schwebt vorbei und langsam beginnt die Abendsonne zu leuchten. Direkt vor Mainz zweigen wir ab in den Zufluss Main und in die Nacht. Am nächsten Morgen grüßt der Main mit leuchtenden Farben. Eine weite Distanz ist überwunden und Miltenberg erreicht. An der linken Mainseite zwischen Spessart und Odenwald liegt eine der schönsten Fachwerkstädte von Deutschland. Neben Balkenmustern prägt roter Sandstein die Fassaden. Die katholische St. Jakobuskirche liegt zentral in der Stadtmitte unterhalb der Burg, dreischiffig und mit einer außergewöhnlichen Orgel ausgestattet. In 1237 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Als wichtiger Handelsplatz und bedeutende Zollstelle. Speziell das Stapelrecht von Kaiser Karl IV. Verliehen ließ Miltenberg im Mittelalter erblühen. Im Bauernkrieg von 1525 wurde die Stadt nicht zerstört, doch brannte sie teilweise wenige Jahre später während der Markgrafenkriege. Als der Mainzer Kurstaat 1803 aufgelöst wurde, kam Fürst von Leiningen an die Macht. Doch bereits 1806 regierte das Großherzogtum Baden. Dann wurde Miltenberg hessisch und 1816 bayerisch. Als 1818 dann das Königreich Bayern die jahrhundertealten Zoll- und Marktrechte aufhob, kam es zu erheblicher finanzieller Verschlechterung. Auch die frühere zentrale Lage war nicht mehr gegeben, denn Miltenberg lag nun am Rande des Königreichs Bayern. Nun war auch die rasante Entwicklung der Stadt vorbei, was allerdings zum Erhalt des mittelalterlichen Stadtbildes führte. Erhalten blieben das älteste Gasthaus und viele prächtige Häuser. Von der einstigen Blüte zeugen noch das Würzburger und das Mainzer Tor, die beide die Stadt damals ausreichend schützten.
Doch im Dreißigjährigen Krieg erfolgten Plünderungen und Brandschatzungen und die Soldaten schleppten Seuchen ein. Die glanzvollen Zeiten waren vorbei. Wo die Tauber in den Main mündet, liegt Wertheim, das heute zu Baden-Württemberg gehört. Bereits 1192 wurde erstmals die Burg erwähnt, eine beherrschende Wehranlage der Grafen von Wertheim. Diese unterstellten später die ganze Grafschaft dem Kaiser Karl IV. Und dieser gab den Grafen die Grafschaft als Lehen des Böhmischen Reiches wieder zurück. In der gotischen Stiftskirche befinden sich seit 1383 die Grabstätten der Grafenfamilie von Wertheim. Kunstvolle Steinschnitzarbeiten zieren diese Denkmäler. Doch das prachtvollste Grab ist das von Ludwig II. Von Löwenstein-Wertheim und seiner Gemahlin Anna von Stolberg. Vor allem Michael Kern schuf 1618 diese unglaublichen Kunstwerke. Die Stadt drängte sich innerhalb der Schutzmauern rund um den kleinen Hauptplatz. Und der beinahe überdimensionale Stadtturm überblickt die Häuser und strahlt alleine schon durch seine Höhe das Gefühl der Sicherheit aus. Graf Eberhard von Wertheim erhielt 1363 das Recht, Münzen zu prägen und damit finanziellen Gewinn zu machen. Anfangs wurde auf der Burg geprägt, dazwischen immer wieder unterbrochen und schließlich in einem Gebäude der Altstadt. Auch von Hochwässern wird berichtet, wie das von 1784 mit einem Stand von 8,50 Meter. Weiter führt die Fahrt nach Süden, hinein in das größte deutsche Bundesland, Bayern. Malerisch liegt die Barockstadt Würzburg am Mainfluss, mitten im fränkischen Weinland. Überragt von der mächtigen Festung Marienberg. Bereits in der späten Bronzezeit und der frühen Eisenzeit befanden sich hier auf der Bergzunge auf der linken Seite des Mains befestigte Siedlungen. Bereits die Kelten hatten hier eine Burg angelegt, die von nachfolgenden Machthabern weiter ausgebaut wurde. Die Festung wurde im Laufe der Geschichte umgebaut und erweitert. Und um 1200 gab es bereits eine Burganlage mit Bergfried und tiefem Brunnen. Von 1253 bis 1719 war die Festung die Residenz der Würzburger Fürstbischöfe. Und selbst während des Bauernkriegs konnte Marienberg nicht eingenommen werden. Die Festung hat jeden Angriff überstanden. Würzburg gleicht einem europäischen Gesamtkunstwerk. Und die historische Stadt gilt als kulturelles Zentrum von Unterfranken.
Die Marienkapelle ist ein gotischer Kirchenbau auf dem unteren Markt im Zentrum der Altstadt, der von den Bürgern der Stadt um 1377 errichtet wurde. Das schlichte Innere überrascht mit den Grabmälern von Bischöfen. Darüber das hohe Kirchenschiff mit einem Kreuzrippengewölbe. Nicht weit entfernt lädt die schöne rote Sandsteinfassade des Neumünsters zu einem Besuch ein. Die beeindruckende Barockkuppel datiert aus dem 18. Jahrhundert, obwohl diese romanische Basilika bereits im 11. Jahrhundert errichtet wurde. Der romanische Dom St. Kilian ist dem irischen Mönch Kilian geweiht, der 686 nach Würzburg kam und als Märtyrer starb. Barockstuckaturen schmücken den Chorraum mit einem Epitaphaltar und dem prächtigen Hochaltar. Dahinter der Kronosbrunnen auf der Hofstraße, die zu einem Prachtbau führt. 1720 legte Baumeister Balthasar Neumann den Grundstein zur Residenz, einem der bedeutendsten Schlösser Europas. Der große Komplex mit Schloss und Garten wurde von zwei Fürstbischöfen, den Brüdern Johann Philipp Franz und Friedrich Karl von Schönborn, in Auftrag gegeben. Das malerische Rathaus wurde mehrfach erweitert. Im 13. Jahrhundert begann der Bau von Haus und Turm, wo im Auftrag der Bischöfe Recht gesprochen wurde. Und der naheliegende alte Kranen erinnert an die große Zeit der Händler. Ein Ausflug führt uns nach Rothenburg ob der Tauber, einem Hauptort der romantischen Straße, wo das deutsche Mittelalter bis heute erhalten ist und Millionen Besucher in eine faszinierende Zeit versetzt. Die Ursprünge der Stadt lassen sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen. Dann ist wieder ein befestigtes Stadttor erreicht, das Burgtor, der größte und älteste Torturm der Stadt, der einst auch eine Zugbrücke hatte. Die Hauptkirche St. Jakob mit dem 12-Boten-Altar wurde im Stil der Hochgotik errichtet. Die alte Stadt hat eine lange Geschichte. Und der von ehrwürdigen Patrizierhäusern eingerahmte Marktplatz ist heute noch der lebendige Mittelpunkt. Rund um die Stadt gibt es wuchtige Tore in der Stadtmauer, die auf der Stadtseite noch heute gut erhaltene Verteidigungsbasteien angebaut hat. In Kitzingen besteigen wir wieder das Kreuzfahrtschiff. Der Main wirkt hier schon mehr natürlich, wird schmäler und seine Ufer sind unverbaut. Nun erreichen wir Bamberg, eine typische Stadt des Mittelalters in Deutschland, am Fluss Regnitz gelegen, wo die Häuser der Fischer heute zum Namen Klein-Venedig führten. Bis zum Fuße des Burgberges wurden auch Waren mit dem Schiff angeliefert,
dann mit dem Kran an Land gehoben und zu den Märkten transportiert. Hier befanden sich von Beginn an die wichtigsten Märkte, wie der Grüne Markt. Der Markt befindet sich direkt vor der heutigen St. Martinskirche, deren Fassade in dieser Umgebung ziemlich wuchtig wirkt. Gegründet und erbaut wurde die Kirche von dem Jesuitenorden. Das alte Rathaus ist ein besonders interessantes Bauwerk. Der berühmte gotische Bau steht auf Pfählen mitten im Fluss Regnitz und ist von beiden Seiten nur über Brücken zu erreichen. Seit der Errichtung bildete das Rathaus die Grenze zwischen Bergstadt und Inselstadt. Der Kaiserdom von Bamberg oben im Bergviertel gilt als das markanteste Gebäude der Altstadt und als einer der bedeutendsten Sakralbauten im deutschsprachigen Raum. Der 1237 geweihte Bamberger Dom gilt als Bau aus dem Übergang zwischen Romanik zur Frühgotik. (1693) wurde Lothar Franz von Schönborn zum Erzbischof gewählt und er ließ die neue Residenz neben dem Dom errichten. Hier wurde deutsche Geschichte des Mittelalters geschrieben, mit deutschem Papst und deutschem Kaiser. Wie das antike Rom wurde Bamberg auf 7 Hügeln errichtet und der Domberg gilt als Keimzelle der Stadt. Die tausendjährige Geschichte ist überall zu erkennen. Aber auch das Bier und die besondere Braukunst machten Bamberg berühmt. Vor dem alten Rathaus führt eine Brücke über den Regnitzfluss zum Schloss Geierswörth. Und nahe liegt der Schillerplatz, wo ein Theater und ein Wohnhaus auch an einen anderen ganz großen Universalkünstler deutscher Sprache erinnern, E.T.A. Hoffmann. Am Wasserschloss Concordia am Ufer der Regnitz endet dieser Besuch der Stadt. In Bamberg beginnt auch der Main-Donau-Kanal, 171 Kilometer für die Schifffahrt. Bald erreichen wir Nürnberg, die heimliche Hauptstadt des deutschen Frankenlandes, das Schatzkästlein des Deutschen Reiches. Der Inbegriff deutscher Romantik und Tradition. Eine Kaiserstadt, die zwar zur Stadt der Reichsparteitage wurde, aber seine Liebenswürdigkeit niemals ablegte. Die doppeltürmige St. Lorenzkirche ist der größte und künstlerisch bedeutendste Sakralbau der Stadt. Im Inneren mit gotischer Pracht. Der Fluss Pegnitz trennt seit jeher die beiden Teile der Altstadt und mehrere Brücken und Stege queren seinen Verlauf. Die Sebalder Altstadt war seit jeher die Stadthälfte des alteingesessenen Bürgertums. Der 19 Meter hohe schöne Brunnen markiert eine Ecke des Hauptmarkts. Die Frauenkirche am anderen Ende des Hauptmarkts gilt als eines der Wahrzeichen. Im Chorraum der Hallenkirche strahlt der Tucheraltar. Das Mittelalter beherrscht die Altstadt mit Rathaus und Fembohaus, dem größten völlig erhaltenen Bürgerhaus.
erbaut von einem reichen Seidenhändler, dann im Eigentum der Patrizierfamilien Beheim und später Fembo. Der Sebalder Platz bietet einen beeindruckenden Rundblick auf große Alt-Nürnberger Architektur, das mächtige Schürstabhaus und den Pfarrhof mit Kapelle. Die nach dem heiligen Sebald benannte Sebalduskirche zählt ebenfalls zu den bedeutendsten Nürnberger Kirchen, mit erster Erwähnung im Jahre 1072. Immer schon war das Innere reich ausgestattet mit Kunstwerken durch die reichen Patrizierfamilien. 1971 wurde das Spielzeugmuseum eröffnet, mit Spielzeug aus aller Welt, von der Antike bis zur Gegenwart. Überall taucht Albrecht Dürer auf, der bedeutendste Künstler der deutschen Renaissance. Berühmt als Maler, Zeichner und Kupferstecher. Am Fuße des Burgberges liegt der kleine Tiergärtner Torplatz. Hier ist ein Dürerhase aufgestellt. In Sichtweite das Haus, das der weltberühmte Künstler bis zu seinem Tode bewohnte. Es dürften viele seiner bekanntesten Bilder hier entstanden sein. Und wenn ihm danach war, blickte er aus dem Fenster hinauf zur Burg. Dann sah er die mächtigen Mauern und den Sinnwellturm und er fühlte sich beschützt von seiner Stadt und von Kaiser Maximilian I. Damals besaß das Heilige Römische Reich keine Hauptstadt, und die Herrscher zogen mit ihrem Gefolge von Platz zu Platz, um Reichs- und Gerichtstage abzuhalten. Welche Bedeutung Nürnberg zukam, geht daraus hervor, dass alle deutschen Herrscher bis 1571 auf der Burg weilten. Der Großteil der Burgbauten musste rekonstruiert werden, so der Rittersaal. Ein umrahmtes Steintor führt zur Burgkapelle. Und darüber liegt der Kaisersaal. Nürnberg ist lebendige Geschichte. Bei Kelheim mündet der Kanal in die Donau. Und von dort führt ein Zubringerschiff zum Donaudurchbruch. Hier liegt einsam und versteckt und schwer zugänglich die Benediktinerabtei Weltenburg. Bereits 932 kam Weltenburg in den Besitz des Bischofs von Regensburg. Der Kirchenraum selbst ist bewusst dämmerig gehalten, um die Kuppel, die Seitenaltäre und den Hochaltar noch mehr zur Geltung zu bringen. Und überall Engel und Heilige, die religiöse Szenen darstellen. Die innere Kuppel scheint sich im Zentrum zum Himmel zu öffnen. Doch die raffinierte Malerei täuscht das Auge, denn die Holzdecke ist flach. Vorne leuchtet das Theatrum Sacrum des Hochaltars. Das Kloster ist eine kleine, abgeschiedene Welt, die heute zwar viel besucht wird, doch früher unentdeckt in der abgelegenen und wilden Flusslandschaft errichtet wurde. Vom Donauufer führt ein Pilgerweg zur kleinen Wallfahrtskirche. Hier kann der gläubige Pilger in Ruhe beten und ungestört in sich gehen. Und bereits 1050 wurde die Klosterbrauerei gegründet, die somit die älteste der Welt ist. Etwa 100 Kilometer weiter liegt Regensburg,
das mittelalterliche Wunder von Deutschland, Hauptstadt der bayerischen Oberpfalz, aber auch oftmals die nördlichste Stadt Italiens genannt. Europaweit als einmaliges kulturgeschichtliches Denkmal von der UNESCO geadelt und nun auch Heimatstadt von Papst Benedikt XVI. Die 310 Meter lange Donaubrücke wurde bereits 1135 bis 1146 erbaut und ist ein Meisterstück mittelalterlicher Baukunst. Und am Eingang zur Altstadt wurde ein massives Stadttor mit Turm errichtet. Der mächtige Dom St. Peter stellt das Zentrum der Altstadt dar. Die eindrucksvolle Bischofskirche steht anstelle eines romanischen Vorgängerbaus. Die Fassaden am Dom erzählen vieles. Statuen, Wasserspeier, Reliefs und Glasfenster berichten von der Geschichte des Glaubens und der mittelalterlichen Welt. Ein mächtiges Bauwerk im Stil der französischen Gotik. Südlich des Domes steht die Ulrichskirche, die ursprünglich die Kapelle der Herzöge war. Nach dem Aussterben der Karolinger blieb Regensburg weiterhin Sitz der Kaiser und Könige und reiche Handelsherren gewannen immer größeren Einfluss. Alle gemeinsam gestalteten das Bild der Stadt und der Reichtum wurde auch gezeigt. 1245 verfügte Kaiser Friedrich II., dass die Stadt sich selbst regieren dürfe und selbst einen Bürgermeister wählen könne. Die freie Reichsstadt war geboren. Im Machtkampf zwischen Kaiser und Kirche gab es einen anderen Sieger, das Bürgertum. Unermesslich reiche Händler, durchaus vergleichbar mit den Fuggern. Das alte Rathaus ist eines der ältesten von Süddeutschland und wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Die Stadt wuchs und Handelshäuser, Wohnhäuser und Plätze entstanden. Doch der 30-jährige Krieg ließ auch Regensburg nicht unverschont. Weiter, etwa 150 Kilometer flussabwärts, erreicht die Donau die Bischofsstadt Passau, wo die Flüsse Inn und Ilz münden. Kaum waren die Bischöfe 1217 mit fürstlicher Macht belohnt worden, ließen sie die wehrhafte Feste Oberhaus auf dem Berggrat gegenüber der Altstadt errichten. Von hier oben hatten sie Ausblicke über Stadt und Flüsse und konnten ihren Sitz bei Bedarf bestens verteidigen. Die geistliche und weltliche Macht waren so über Jahrhunderte gesichert. Den Wohlstand verdankte das bayerische Venedig dem Handel mit Wein, Getreide und Salz. Viele Kirchen und Klöster wurden gebaut und an religiöser Pracht wurde nicht gespart. Die Kirche bestimmte hier das Leben der Bewohner. Auch die Jesuiten errichteten eine Kirche. Und der außergewöhnliche Hochaltar wurde von mehreren Künstlern der Zeit gemeinsam geschaffen. Die Residenz prahlt mit dem Wittelsbacher Brunnen und der neuen Residenz. Das Treppenhaus wurde von der neuen Residenz in Würzburg stark beeinflusst.
Im Jahre 1783 verlor das Bistum Passau sämtliche österreichischen Gebiete, aber der bestehende Prunk konnte erhalten bleiben. So auch der barocke Dom St. Stephan mit dem ehemaligen Klosterhof. Auch der bürgerliche Reichtum. Und das ehrwürdige Rathaus beherrscht den Römerplatz nahe dem Donaukai. Der große Rathaussaal ist kunstvoll mit Stuckaturen an den Decken und Historiengemälden und wertvollen Bleiglasfenstern ausgestattet. Dieses venezianische Aussehen prägt das Bild der Stadt. Überall lebt hier die lange Geschichte Europas, die das Band der großen Flüsse stets verbunden hat. Von ihnen aus wurde das Land besiedelt, aber auch Angriffe geführt. Deutschland von vier Flüssen aus zu erkunden, gleicht einer Reise in die Vergangenheit.